Ist ja eigentlich alles, was wir hier besprechen, in Verkörperung. Ein wirklich kritischer Wissenschaftler, der sich auch dazu bekennt, dass Wissenschaft kritisch sein muss, also Interessen zum Beispiel hinterfragen muss. Er hat er gilt als Agrarökologe, hat vor allen Dingen Gentechnik in seiner Doktorarbeit erforscht, mit einem Stipendium vom Brot für die Welt. Er ist ein engagierter Wissenschaftler, der sich dazu bekennt, dass er für das Leben forscht und für die Bauern forscht. Er hat in Brasilien jetzt die letzten 10 Jahre ein sehr interessantes Projekt betreut, nämlich Universitäten, die volksnah sind und auch Indigene und Bauern mit einbezieht und natürlich dem Ideal der Nachhaltigkeit geschuldet sind und sich der Nachhaltigkeit in vielen Facetten widmen. Und Bolsonaro hat ihn jetzt aber praktisch höchstpersönlich von seinem Amt als Direktor dieser 6 Campus inzwischen gefeuert, kann man sagen. Und er hat natürlich überhaupt sehr viel jetzt gelitten in der Bolsonaro-Ära, nachdem ja die Lula-Ära eigentlich voller Hoffnungen war. Und er hat dazu auch viel, ich habe jetzt natürlich ganz viel noch gelesen, das Buch habe ich auch erst vorgestern bekommen und habe noch im Schnelldurchlauf das gelesen und wieder sehr viel auch gelernt, was da alles so war in der Nord-Süd-Bewegung auch und Lula, Brasilien, Lateinamerika. Und er ist jetzt wieder in Hamburg mit einem Lehrauftrag, oder kann man das sagen, als Gastwissenschaftler? Macht assoziiere ich sehr oft mit Unterdrückung und mit autoritären Regierungen. Ich assoziiere es auch mit Vertreibung von Menschen. Das heißt, ich habe eher in der Geschichte ein negatives Bild von Macht, obwohl ich weiß, dass man ja auch Macht demokratisch gestalten kann. Aber dann ist schon wieder das Weniger. Ne? Also dann brauchen wir auch weniger Autoritarismus. Ne? Also ohne Unterdrückung oder gar nicht mehr Vertreibung. So dieses Weniger passt dann auch schon zum Konzept einer anderen Macht. Ne? Also eine andere Macht ist möglich, wenn wir mehr Demokratie haben. Und andererseits, das mit dem Weniger heißt ja auch, dass wir dieses quantitative oder auf quantitative Verhältnisse basierte Wirtschaft ändern müssen. Weil einfach Nachfrage und Angebot reguliert nicht das ganze Leben und betrachtet manchmal die Natur so wie kostenlos. Also die Natur ist auch Mehrwert. Die Menschen schaffen einen Mehrwert. Aber dafür brauchen wir auch vielleicht weniger Macht von Geld und mehr Macht von Menschen, die sich zusammensetzen und andere Beziehungen aufbauen. Nicht nur unter sich, sondern auch mit der Natur. Denn die Wirtschaft spiegelt das ja auch wieder, dass wir mit der Natur so umgehen, wie wir unter uns umgehen. Wir betrachten ein anderes als ein Objekt. Und das ist schon für mich gewalt. Und dann würde ich wieder zurück zum Thema Macht kommen. Aber das ist so meine Auffassung von weniger Macht, mehr Demokratie, würde ich sagen. Das Erste, was ich immer mit Menschenrechten verbinde, ist die Idee, dass man überhaupt ein Recht hat. Es ist klar, dass wir die Menschenrechte noch erweitern könnten. Und ich glaube, wir müssen sie auch noch erweitern. Zum Beispiel das Recht der Tiere, das Recht der Natur, so vieles, was man 1948 damals gar nicht drin hatte. Oder in der Französischen Revolution gar nicht drin hat, wo der Ursprung war. Ne? Und ja auch dann vielleicht mit dem Begriff der Pflichten. Ja, anders als die Pflichten. Gegenüber den Tieren, der Natur, Menschenpflichten, genau. Menschenrechte. Also wir können da ganz viel erweitern. Also ich würde sagen, da fehlt noch ganz vieles, was wir zu erreichen haben. Aber andererseits haben wir noch nicht mal das Minimum erreicht. Also wenn Menschen an Hunger leiden, dann ist das doch total absurd, oder? Mhm. In unserer Welt gibt es immer noch so viele Menschen, über 800 Millionen Menschen, die an Hunger leiden. Und das ist doch das erste Recht. Man kann doch nicht leben, ohne sich zu ernähren. Das klingt so selbstverständlich.
Aber gerade das ist auch, was Menschen in meinem Land dazu gebracht hat, es zu verstehen, dass es das Recht gibt, für Rechte zu kämpfen. Und das ist ein Politisierungsprozess. Vielleicht müssen wir das Wort Politisierung auch mal diskutieren, weil inzwischen findet man immer schlecht, wenn etwas politisiert wird. Ne? Ich finde es schlecht, wenn es entpolitisiert wird. Du hast erzählt im Eine Welthaus, dass es Politiker im Wahlkampf gibt, die damit Werbung machen, dass sie unpolitisch sind. Ja. Also hallo, hier, wählt mich, ich bin unpolitisch, ja. Weil das Wort politisch so eine negative Färbung hat. Und dann machen sie natürlich in der Politik, aber das ist doch unglaublich, oder? Ja, man verwechselt das mit Parteipolitik. Ich möchte jetzt sagen, die Landlosenbewegung ist eine politische Bewegung. Eine so große politische Bewegung, dass die größte politische Bewegung Lateinamerikas ist, derzeit. Und was ist ihr größtes Anliegen gewesen? Das Recht auf Land. Und mit dem Recht auf Land, also mit dem Zugang auf das Land, das so groß ist und da ist und brach liegt, ungerecht genutzt wird, umweltschädlich genutzt wird, dass man dadurch auch einen politischen Prozess in Gang gesetzt hat, indem man das Land besetzt hat, an dem Zugang beteiligt war. Und das ist ganz wichtig. Man hat es nicht von Regierungen geschenkt bekommen. Es gibt kein Hektar Land in Brasilien, das zur Enteignung gekommen ist, was in der Verfassung feststeht, seit 1961, das nicht vorher besetzt wurde. Also diese Art, es zu besetzen, es zu bewirtschaften, es zu verändern, sich dadurch zu ernähren, das ist ein politischer Prozess. Und genau diesen Prozess haben wir in der Gesellschaft vielleicht verlernt, indem wir erwarten, dass Regierungen es für uns tun. Und deswegen werden die Leute teilweise unpolitisch, obwohl es ja auch politisch ist, unpolitisch zu sein. Und von daher finde ich es ganz hoffnungsversprechend, was wir dadurch in Brasilien gelernt haben. Denn alles, was an Regierungsprogrammen in 12 Jahren durchgesetzt wurde, ist nur ein Teil von dem, was wir in der Zivilgesellschaft aufbauen konnten, auch dank der deutschen Solidaritätsarbeit. Ne? Muss ich auch immer sagen, sonst hätte es die MSD gar nicht gegeben. Dank der katholischen Kirche oder der Befreiungstheologie, die auch die Menschen ermutigt hat dazu, dass sie nicht aufgeben, dass sie weiter kämpfen, dass sie weiter zusammenhalten. Also diese Geschichte der Mobilisierung der Zivilgesellschaft und der Errungenschaften dadurch haben das bei uns umgesetzt, was ein Teil von dem ist, was in den Menschenrechtscharta drin ist. Also das Recht muss erkämpft werden und das muss als Errungenschaft von Menschen begriffen werden, die kollektiv dafür gekämpft haben. Und das ist für mich das mit mehr Demokratie. Also es ist möglich, durch mehr Demokratie auch zu mehr Menschenrechten zu kommen, weil man dadurch versteht, bewusst wird, dass man ein Recht hat, und das ist vielleicht das Schwierigste, dass man es nicht verdienen muss, essen zu dürfen. Dass man das Recht hat auf Land, auf Wohnung, auf ein besseres Leben und das nicht voraussetzt, dass andere ein schlechteres Leben haben. Das, was wir da sehen, dass die Großgrundbesitzer die Politik in Brasilien beherrschen, das ist in vielen Ländern so. Die entscheidende Frage für mich ist dann immer, warum die eigentlich noch gewählt werden, weil die meisten Kleinbauern und Landlosen wählen ja auch solche. Also nicht, dass die meisten Landlosen, also ich meine jetzt, es muss ja so sein, wenn andersrum nur 26.000 Großgrundbesitzer im Lande sind, da gibt es ja über 4 Millionen Familien, also nochmal 4, dann sind es nochmal 20 Millionen Menschen, die auf dem Land leben und diese Fraktion gewählt hat. Also, was ist das für ein Trick, für eine Magie, dass man vor der Wahl es schafft, dass die Menschen den wählen, der eigentlich gegen die ist? Ne? Und das ist vielleicht das Problematische, wenn man keinen Bewusstseinsprozess geschafft hat. Also nutzt man nicht nur die Menschenrechtecharta, wenn die Menschen nicht verstehen, dass das eigentlich eine Errungenschaft der Menschheit ist, die schon vor uns dafür gekämpft hat. Und dass wir uns weiter dafür engagieren müssen, dass wir diese Rechte umsetzen. Und Menschen, die daran beteiligt werden, die werden ja auch ermächtigt. Also Empowerment ist das schönste Wort dafür.
Naja. Aber das ist genau, was ich an Hoffnung auch in meinem Land so habe, weil wir haben die Erfahrung gemacht. Und das ist nicht nur eine Idee, das sind nicht nur so Werte, das sind Erfahrungen. Und diese Erfahrung der Landlosenbewegung ist ja auch ganz wichtig, auch unter der Pandemiezeit gewesen, dass wir jetzt eine Zunahme an Lebensmittelproduktion haben und auch die Direktvermarktung, die solidarische Ökonomie oder Gemeinwohlökonomie, wie wir sie hier bezeichnen. Es gibt so Hoffnungen auf Mikroebene, auf lokaler Ebene. Und deswegen ist das Regionale auch wieder so im Vordergrund. Ne? Gegenüber dieses Globale. Ne? Ich war schon immer nicht so einverstanden damit, dass man global denkt und lokal handelt. Man muss auch global denken und global handeln. Sonst geht es ja gar nicht. Also Bewusstsein erreicht man nur, wenn man auch global und lokal handelt. Mhm. Und viele Sachen kann man auch nur ändern, wenn man global und lokal handelt. Ne? Das, deswegen verbinde ich das so. Ne? In der Landespastorale, in dieser Kommunität, das heißt der Basis, ist das früher, das waren die Gemeinschaften, also die Gemeinden, der Basisgemeinden, wo wir dann aktiv geworden sind. Das sind Paramilitärdiktatur, ne? Muss man auch immer sagen. Jetzt gibt es ja den Wunsch zur Militärdiktatur. Jetzt gehen Menschen auf die Straßen mit Schildern, ich will die Militärdiktatur. So fast wie ich will jetzt, damit, ja, ich gehe auf die Straße, damit ich nicht mehr auf die Straßen gehen darf. Also, ist ja umgekehrt, ne? Und auch was jetzt Kirchen angeht, haben wir eine ganz andere Entwicklung. Wir haben jetzt diese Neopentekostalen oder diese Pfingstkirchen, ne? Die genau das Gegenteil von dem sind, was wir in der Befreiungstheologie hatten. Ne? Aber das ist auch ein Problem, das an uns liegt, dass wir nicht mehr in allen Stadtvierteln organisiert sind wie damals und die Menschen sich jetzt manipulieren lassen von diesen anderen Kirchen da. Ich habe ja nichts dagegen, dass die Menschen zur Kirche gehen, aber das Problem ist dasselbe, was wir damals innerhalb der katholischen Kirche gegen Opus Dei hatten. Ne? Das haben wir jetzt auch eine andere Variante, das Neopentekostalen. Das ist eigentlich eine Bewegung, die ja nicht nur bei uns ist. Die ist jetzt schon sehr stark ausgebreitet. Ne? Ich war ja schon immer dafür, dass man vielleicht mal eine Sanktion an Bolsonaro hätte. Das gab es ja nicht, ne? Oder ich kenne es noch nicht. Ne? Er wurde irgendwann mal sanktioniert, dass das Soja aus Brasilien mal teurer wird oder wenigstens abgelehnt wird, wenn es aus Regionen kommt, wo Entwaldung stattfindet, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden, die Sklavenarbeit, Kinderarbeit. Ganz abgesehen von den riesigen Pestiziden, die ja wieder zurückkommen nach Europa und wer sie selbst hier leben. Ne? Okay. Naja, diese Art von Sanktionen, glaube ich, brauchen wir, oder? Ja. Also wir können ja auch es verhindern, dass durch die Wirtschaft die Umwelt so weiter zerstört wird, indem wir nicht mehr das importieren, was, das ist aber eine Doppelmoral, ne? Also man muss ja davon ausgehen, jetzt die deutschen großen Unternehmen sind alle von dieser Regierung. Wie soll ich jetzt erwarten, dass die von hier aus als Lobby hier die eigenen Interessen hier sanktionieren würden? Das wäre ja auch bei der Umsetzung her sehr schwierig. Aber ich habe den anderen Teil auch gut begriffen in der Frage. Das war ja die Zensur oder sage ich mal die Unterdrückung der Bewegung. Ne? Wir sind in einer Zeit jetzt, in der wir kriminalisiert werden, wenn wir voll Menschenrechte kämpfen. Also es reicht schon für Menschenrechte zu sein, dass man kriminalisiert wird. Also das ist eine neue Art der Kriminalisierung, aber aus der Militärdiktatur hatten wir das auch teilweise. Also wir hatten nicht so einfach das Recht, uns zu organisieren, aber da gerade ist die Zeit, in der wir auch stärker wurden. Also nach der Demokratisierung kam eine andere Situation, da man sich als Entpolitisierung bezeichnet hat. Und vielleicht kommen jetzt wieder die Zeiten, da habe ich auch so viel Hoffnung auf Jugend, ne? Auf Schülerinnen vielleicht. Ich sage schon Schülerinnen, also die,
die jungen Mädchen, die weltweit, auch bei uns, sich für Umwelt interessieren. Ich sage mehrheitlich Frauen, ne? Aber diese Jugendlichen, die sind auch an unserer Uni. Also deswegen haben wir eine Universität gegründet. Mit den Landlosen, mit den Ausgeschlossenen, mit den Indigenen. Also das ist was ganz Besonderes. Das versucht Bolsonaro abzubauen, hat es aber nicht geschafft. Und genau da besteht auch die Möglichkeit, das mit Menschenrechten zu verbinden, weil es ist das Recht auf Bildung. Aber nicht die traditionelle Bildung. Dann versuchen wir auch eine andere Art der Bildung aufzubauen. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir eine größere Mobilisierung haben. Und dann reicht es auch nicht, wenn Regierungen es versuchen, es zu verbieten. Die Brasilianer sind sowieso schon ursprünglich oder geschichtlich in eine andere Beziehung zur Polizei oder Judikative. Ne? Also es ist schon lange so, dass wir wissen, dass der größte Teil der Gewalt bei uns selbst in der korrupten Judikative und der Polizei drinsteckt. Wenn jetzt 2/3 der Polizisten Bolsonaro-Anhänger sind, das ist nicht so was Neues. Das wussten wir auch teilweise schon, ja, nur jetzt ist es offensichtlicher. Ne? Also diese Herrschaftsstrukturen, die kennen wir schon. Jetzt hat die Regierung versucht, das nochmal zuzuspitzen. Ne? Und ja, wir hoffen, dass es ab nächsten Monat vorwärts geht oder wenigstens anders. Nicht mehr kriminalisiert werden, die eigentlich für Demokratie sind. Weil Lula kann Einfluss auf Argentinien haben. In Chile ist es ja schon eine andere Regierung. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das wieder erleben, was wir in den 80er Jahren hatten oder sogar in diesen 13 Jahren PT-Regierungen oder was wir unter Kirchner in Argentinien hatten. Aber wir werden wenigstens aus dieser autoritären Entwicklung herauskommen, in der genau das, was ich vorher sagte, Menschen kriminalisiert werden, weil sie sich mobilisieren, auch für die Umsetzung, die Regierungen vorhat. Ne? Beispiel, wir hatten das ja vorher. Also es gab Menschen, die gekämpft haben, damit die Politik umgesetzt werden konnte, die die Regierung vorhat. Und dann Druck auf das Parlament gemacht haben, auch die Frage vorher. Ne? Okay, es sind jetzt 60% Bolsonaro-Anhänger im Parlament Brasiliens, aber das kann sich ja ändern, wenn wir richtig mobilisieren. Und wenn wir da keine Regierung mehr haben, die es verhindert, dass wir mobilisieren können. Und das ist dann für mich so im Vergleich zu vorherigen Jahren nicht mehr so optimal, wie es schon mal war. Aber so langsam kommen wir wieder in eine andere Richtung. Also das ist ja... zunächst mal muss man ja vieles rückgängig machen, was in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und das ist schon ein Fortschritt. Also das erwarte ich auch von Chile. Das kann ich das nur noch kurz sagen. Ich bin heute sehr froh, dass ich erfahren habe, dass in Chile Calovamin bei Glyphosat verboten wurde. Einmalig in Lateinamerika. Ich plädiere dafür seit 20 Jahren, weil Calovamin dafür zuständig ist, dass die Oberfläche eines Gewebes die Spannung der Oberfläche eines Gewebes reduziert wird, damit Glyphosat eindringen kann. Deswegen ist Calovamin viel giftiger als Glyphosat. Also es nutzt nichts, nur Glyphosat zu verbieten. Calovamin muss man verbieten. Das ist in Europa verboten. Das erste Land in Lateinamerika, das verboten hat, das war gestern und das war in Chile. Und das ist schon ein Hoffnungsträger jetzt, was ich sagen kann, was sich in den letzten Jahren so verändert hat in Lateinamerika. Warum glaube ich jetzt, dass es vorwärts geht, aber nicht so vorwärts, wie es schon mal war? Es werden Regierungen gewählt, aber es entsteht nicht so eine Mobilisierung wie vorher. Also es ist etwas widersprüchlich. Genau die Regierungen, die für eine bessere Gesellschaft jetzt gewählt werden, die haben nicht so eine Mobilisierung für dieselbe bessere Gesellschaft. Und das widerspiegelt sich dann im Parlament ganz widersprüchlich. So wie in Brasilien haben wir das Gegenteil von der Regierung im Parlament. Man kann der Regierung, eine Regierung weniger tun. Aber was Chile besonders betrifft, würde ich sagen, ich finde es erstaunlich, dass so ein Modell der Bildung oder wenigstens der Universitätsbildung seit Pinochet so stark auf Privatisierung gelenkt wurde, dass viele Chilenen sogar nach Argentinien gehen, weil dort ist das Bildungssystem viel besser, bei uns ist es noch schlechter, ist klar. Aber diese Privatisierung der Bildung hat wahrscheinlich auch einen Einfluss auf das, was man in der Gesellschaft so als Konservatives hat. Weil das sind ja bestimmte Themen, die da in der Verfassung so abgelehnt wurden, wie diese Diskussion über die Abtreibung, die ist bei uns auch so entscheidend bei Wahlen. Und darüber wird ja an
Universitäten, die traditionell sind, überhaupt nichts geändert. Also man diskutiert es nicht richtig in den Rechtswissenschaften. Ne? Also ich glaube, dass diese universitäre Landschaft, die seit Jahrzehnten so privatisiert wurde, auch einen Einfluss auf die Kultur eines Landes hat, dass man im Vergleich zu anderen Ländern bestimmte Themen dort noch anders sieht, ne, als bei anderen Ländern. Und das ist vielleicht daran hängen geblieben. Ich weiß ja auch, wie stark es sein kann, wenn bestimmte Themen im Vordergrund stehen und anderen Themen dann auch fast wie eine Reihenfolge abgelehnt werden. Aber das ist so meine Einschätzung von ganz weit. Ne. Ich bin jetzt in Deutschland. Und ich komme aus Südbrasilien und dann ist es noch eine Strecke bis Chile. Ne? Wir haben nicht mal die Grenze da. Ich war noch nie in Chile. Aber ich habe ja dort gesehen, das war eine der wichtigsten Regierungen, die wir hatten in den 70er Jahren, die durch einen Putsch zerstört wurde. Und dann Pinochet in eine ganz andere Richtung das Land gelenkt hat. Und dann war es in Richtung neoliberaler Politik. Und das hat auch dazu eine Privatisierung der ganzen Bildungssysteme geführt. Aber das sind nur so meine Einschätzungen. Ne? Deswegen gehe ich davon aus, auch wenn es jetzt Regierungen gibt, die anders sind oder besser sind als vorher, haben wir diese Mobilisierung noch nicht. Wir können uns auch enttäuschen, wenn wir sehen, wie konservativ diese Länder auch noch sind, auch wenn sie Regierungen wählen, die nicht konservativ sind. Ja, das Erste ist, dass wir diese Deregulierung, die in den letzten 5-6 Jahren stattgefunden haben, rückgängig machen. Das heißt, wir brauchen mehr Kontrolle im Amazonas, weil jetzt diese Goldmine und diese ganze indigenen Reservaten, die da zerstört wurden, dass man damit aufhört. Die Regierung von Bolsonaro hat ja so wie ein Freischein für Umweltzerstörung da eingebaut in die Regierung. Das heißt nicht nur, dass die Regierung jetzt nicht mehr aktiv ist, sie ist sogar aktiv bei der Zerstörung. Also die Regierung hat in ihren eigenen Fachkräften Teilen der Organisierte die Kriminalität, die für die Zerstörung Amazonas zuständig ist. Das heißt dann auch, eine andere Regierung zu wählen und danach Schritt für Schritt versuchen, diese Deregulierung der Kontrollen und der Maßnahmen, der politischen Aktionen, die es vorher gegeben hat, wieder einzuführen. Und vielleicht brauchen wir auch natürlich eine andere Wirtschaftspolitik, die nicht mehr auf Agrarexporte basiert, weil diese Agrarexporte ja auch weiter die Ausweitung der Sojaproduktion, der Rinderzucht, der Zuckerrohrproduktion auf den Gebieten des Amazonas verlagern. Also wir müssen eine andere Wirtschaftspolitik aufbauen, die nicht mehr darauf basiert, unsere Naturressourcen zu zerstören.